Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir beobachten Jesus mit einer Menge von Menschen, die hinter ihm herziehen. Und wir beobachten gleichzeitig eine Frau, eine Witwe, ebenfalls mit einer Menge Menschen hinter sich, die sich scharen um den toten Sohn, um den Leichnam. Und es kommt zu einer Begegnung dieser beiden Bewegungen aufeinander zu. Und diese Begegnung bringt Berührung, Heilung, ja, sie schenkt Leben. Ist dieses konkrete Ereignis, das wir eben hörten aus dem Evangelium, nicht eine Beschreibung des Zustands unserer Welt, so wie sie ist und wie wir sie erleben? Dass es da zwei große Bewegungen, sagen wir Prozessionen, gibt. Man kann die ganze Weltgeschichte sehen als eine große Prozession zum Tod. Das ist unsere Erfahrung. Jeden Morgen, wenn wir wieder wach werden, den Älteren ist das vielleicht näher, zu sagen, ah ja, es ist noch mal ein Tag. Aber auch wenn er uns plötzlich erwischt, jede Sekunde, die verstreicht, ist eine Sekunde auf den Tod zu. Und wer wollte bestreiten, dass es diese riesige Prozession gibt dem Tod entgegen? Wer wollte bestreiten, dass es diese unzähligen Bahren und Särge gibt mit den Töchtern und Söhnen, die tot sind? Und die ungezählten Mütter, die weinen um diese Toten. So kann man unsere Welt sehen, ungeschminkt, so wie sie wirklich ist. Aber es gibt auch die zweite Prozession, die stattfindet. Wenn wir diese Prozession einmal vom Ende her betrachten, was die Menschen, nachdem diese beiden Prozessionen sich begegnet sind und was da geschehen ist, was sie sagen, Gott hat sich seines Volkes angenommen, Gott hat sein Volk besucht. Gott hat diese Prozession des Todes berührt, er ist ihr begegnet. Und seither hat sich etwas geändert. Alles kommt darauf an, liebe Schwestern und Brüder, dass diese beiden Prozessionen nicht aneinander vorbeiziehen, sondern dass sie einander wirklich begegnen. Es geht hier wirklich um Tod, nicht um irgendeine Symbolik. Es geht um die knallharte Realität des Todes, um seine Unausweichlichkeit. Aber es geht ebenso um die Realität Gottes, um die Realität des Lebens. Und dieses Leben gibt es nur, wenn man Jesus begegnet, wenn er eine Begegnung, eine Berührung schenkt und wenn er sein Wort spricht, ich sage dir, steh auf. Seither, liebe Schwestern und Brüder, geht die Weltgeschichte in einem anderen Takt. Für die, die es denn sehen wollen. Für die, die es wahrhaben wollen. Welche Schlüsse können wir daraus ziehen? Ich will ein konkretes Beispiel bringen. Wir sind alle wahrscheinlich beeindruckt von diesen schrecklichen Unwettern, die vor allen Dingen Niederbayern getroffen haben. Ganze Orte verwüstet. Und da stellt sich der Bischof dieser Diözese Passau hin. Klar, oder es ist vielleicht gar nicht so klar, aber das tut er auch. Er verspricht den Betroffenen finanzielle Hilfe von Seiten des Bistums. Aber er tut mehr. Er stellt sich hin vor die Kamera und betet. Er betet. Das heißt, diese Prozession des Todes, dieser schreckliche Zug durch Unwetter und durch das Schicksal der Menschen, wird hingeordnet auf die Prozession des Lebens. Dieser Mann macht sich angreifbar. Er vertraut sich Gott an mit all den Menschen, die so Schlimmes erfahren mussten, die Hab und Gut verloren haben, sogar Angehörige verloren haben, die umgekommen sind. Er ordnet dieses unmögliche Geschick hin auf Gott. Er bezieht es ein in die Prozession des Lebens.
Damit macht man sich nicht nur angreifbar in unserer Gesellschaft, auch in der Kirche, in Teilen zumindest, man macht sich manchmal sogar lächerlich. Ja, was hat denn Gott damit zu tun? Liebe Schwestern und Brüder, vielleicht ist es der Nachname dieses Bischofs Oster, der ihm das vielleicht vereinfacht. Aber er stellt sich in dieser Osterprozession, die seit dem Stadttor von Nain stattfindet, er stellt sich da rein. Und solche Gläubige, liebe Schwestern und Brüder, solche Glaubende, solche Priester und Bischöfe brauchen wir. Wir brauchen nicht solche, die die Leichenbegängnisse und Leichenzüge besser organisieren und strukturieren, sodass das alles schön abläuft, in geordneten Bahnen. Die brauchen wir nicht. Leichenzüge gibt es in dieser Welt genug, eigentlich zu viel. Was wir brauchen und was wir tun müssen, ist, uns der Prozession des Lebens anzuschließen. Wie tun das die Menschen hier? Sie tun es, indem sie den loben, der hier handelt. Mir scheint das ein ganz wichtiges Moment zu sein. Denn oft genug haben wir natürlich als erstes den Impuls, jetzt müssen wir etwas machen. Aber was können wir denn machen? Was können wir denn machen? Spätestens angesichts des Todes. Gar nichts können wir machen. Überhaupt nichts können wir machen. Alles ist uns aus der Hand genommen. Alles. Das macht ja gerade unsere Ohnmacht aus. Bei manchen auch die Wut auf Gott, sodass sie sogar sagen, es gibt ihn gar nicht. Das ist ein ohnmächtiges Schicksal. Nichts können wir machen. Es gibt einen, der handelt. Es gibt diesen Jesus, der dieser Prozession, diesem Leichenzug begegnet, ihn stoppt, den Tod berührt, ihm nüchtern ins Angesicht schaut und sich erbarmen lässt, der sich erweichen lässt, der sich anrühren lässt, weil er der Herr ist, der Herr des Lebens. Das ist das Wesen Gottes. Er schenkt Leben. Überall, wo Gott sein Volk besucht, wo Gott sich dieser Welt zuwendet, entsteht Leben. Wird Leben überhaupt erst möglich? Unsere Aufgabe ist es, dies anzuerkennen. Der Evangelist Lukas nennt Jesus hier im Evangelium mehrfach Herr, Kyrios. Das ist nicht einfach eine freundliche Bezeichnung, sondern so wird in der griechischen Bibel Gott genannt. Und das ist kein Zufall. Schon in der Sprache gibt Lukas Auskunft darüber, mit wem wir es zu tun haben in Jesus. Eben nicht nur mit einem mächtigen Prophet, sondern in ihm ist Gott gegenwärtig, weil er ganz aus Gott kommt, weil er ganz Gott ist, so wie er ganz Mensch ist. Unsere Aufgabe ist es, sich diesem Lob anzuschließen, zu sagen, hier handelt Gott. Gott steht auf gegen den Tod. Und alles, was tot ist in dieser Welt, ist nicht Gottes Wille, ist nicht sein Plan für diese Welt, ist das Ergebnis einer gefallenen Welt, einer in sich verkrallten Welt, einer in sich selbst drehenden Welt, die Tod hervorbringt, die meint, sie kann es ohne Gott. Sie braucht dieses Leben nicht. Sie braucht ihn nicht, wo er doch die Quelle von allem ist. Wir müssen Teilnehmende an dieser Osterprozession sein. Und ich weiß, wir finden uns, wenn wir danach fragen, wo ist mein Platz im Evangelium, wir finden uns alle, denke ich, auf allen Seiten. Bei denen, die weinen, die den Verlust beklagen, vielleicht bei den Toten selber auf der Bahre, im Großen wie im Kleinen, bei denen, die sich diesem Totenzug anschließen, wie bei denen, die bei Jesus manchmal nur mitlaufen oder zur Jüngerschaft gehören. Wichtig ist, dass wir unsere Position klären, liebe Schwestern und Brüder. Und das kann zuweilen ganz im Kleinen geschehen. Der Kirchenvater Ambrosius bezieht diese Stelle nicht so sehr, wie ich das eben versucht habe, auf das allgemeine Verständnis vom Menschen, das uns sehr wohl dann konkret angeht, sondern er bezieht es auf eine kleine Auferstehung, die dann geschieht,
wenn uns eine Last genommen wird, wenn wir uns etwas zu Schulden haben kommen lassen. Das ist auch immer ein kleiner Tod, den wir sterben, wo wir uns auf der Bahre wiederfinden, unbeweglich, nicht frei. Ambrosius sagt, wenn also deine Sünde groß ist, sodass du sie durch Tränen der Buße selbst nicht abwaschen kannst, dann soll für dich die Mutterkirche weinen und es soll eine Schar von Menschen beistehen. Bald wirst du von der Totenbahre aufstehen und Worte des Lebens sprechen und es werden alle von Furcht ergriffen werden. Denn durch das Beispiel eines Einzigen werden alle gebessert. Sie werden Gott loben, der uns solch wirksame Heilmittel geschenkt hat, um dem Tod zu entkommen. Suchen wir unseren Weg, bestimmen wir unsere Position, denn es ist die Bestimmung von Gott für unser Leben, dass wir dem Tod entkommen.